Wie groß ist Ihrer Meinung nach diese Gefahr? Seit wann kann man von dieser Gefahr in der Tat sprechen und welche Länder dann stehen besonders im Visier der Terroristen? Nun, momentan befinden wir uns in der Situation, dass diese Bedrohungslage auch von den Behörden noch als, ich sag mal, spekulativ angenommen wird, dass man über ganz konkrete Verdachtsmomente offenbar nicht verfügt, aber man eine Tendenz zunehmender Spannung und insofern zunehmender Gefährdung befürchtet. Die Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellt, ist die, welche Funktion hat diese Warnung jetzt? Welche Motive stecken möglicherweise dahinter? Wenn ich mir überlege, dass die gesamten sogenannten islamischen Terrorgruppen im Wesentlichen vom Westen selbst herangezüchtet wurden, teilweise geschaffen wurden, auf jeden Fall trainiert und ausgerüstet wurden, stellt sich für mich die Eine Frage, Bedrohung wie wurde weit gefunden. reichen die geheimdienstlichen und militärischen Verbindungen der westlichen Gründerstaaten dieser Terrorgruppen heute noch? Sind es Zauberlehrlinge, die den Geist jetzt nicht mehr in die Flasche zurückkriegen, oder sind nach wie vor Einflüsse westlicher Geheimdienste auf diese Gruppen gegeben? Das heißt, können westliche Geheimdienste die Bedrohungslage nach eigenen Bedürfnissen herauf und wieder herunterfahren? Solange diese Fragen nicht offengelegt sind, besteht immer die Befürchtung, dass es sich bei solchen Warnungen darum handelt, bestimmte politische Ergebnisse, auch Druck auf einzelne Länder innerhalb des Westens auszuüben, damit sie zu den gewünschten Ergebnissen, das heißt der gewünschten Politik, kommen. Was verstehe ich darunter? Ich verstehe darunter, dass die USA mit den verbündeten Golfmonarchien, mit dem verbündeten NATO-Staat Türkei ja alles andere als erfreut waren, als mit der russischen Entscheidung, den Kampf gegen die Organisation Daesh aufzunehmen, die ja im Westen immer noch als IS gehandelt wird, dass diese Entscheidung Moskaus, diesen Kampf ernsthaft in die Hand zu nehmen, hier keinesfalls Begeisterung ausgelöst hat. Und insofern sich alle möglichen Gedankenspiele im Pentagon und darüber hinaus ergaben, wie man die Situation, den Einfluss in diesem Operationsgebiet an Russland zu verlieren, wie man diesem vorbeugen kann. Da gab es die Pläne, nein, auch die Maßnahmen zur Errichtung eines eigenen Flugplatzes der USA und der NATO auf syrischem Territorium. Da gab es Diskussionen und Gedankenspiele mit dem Eingreifen von US-Bodentruppen. Dies alles nicht in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, nicht in Abstimmung mit der syrischen Regierung und mit potenzieller Konfrontation gegenüber Russland und seinem Anti-Daesh-Einsatz. Für diese Maßnahmen will die USA natürlich möglichst viele Verbündete gewinnen, so auch Deutschland. Allerdings, wie gesagt, in einer speziellen westlichen Koalition, die nicht die Unterstützung der legitimen syrischen Regierung unter Präsident Assad genießt, sondern die genau diesen Sturz von Assad betreiben soll, und die Türkei kann nebenbei weiterhin ihren Krieg gegen die Kurden führen. Von daher stellt sich mir die Frage, gehen nun die Warnungen vor den Terrormaßnahmen hauptsächlich auf authentische Informationen zurück, dass die eigenen Geister aus der Flasche nun in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden oder wo auch immer erneut zuschlagen wollen? Oder handelt es sich um eine gewisse Druckentfaltung, damit genau die westlichen Staaten, die bisher abseits stehen,
genau nach dem Washingtoner Kommando in Richtung einer Koalition, die sich letztlich gegen Assad und gegen Russland richtet, ihre Truppen marschieren lassen. Diese große Frage muss leider unbeantwortet bleiben zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ja, Herr Hartmann, und wenn Sie jetzt von dieser Warnung absehen, sondern auch die Terrorgefahr generell betrachten als solche, wie würden Sie das Potenzial Europas einschätzen? Wie gut ausgerüstet ist Europa momentan auch zusammen mit Russland, um diese Terrorgefahr vorzubeugen? Ich gehe mal zunächst davon aus, dass die Sicherheitsorgane in allen europäischen, westeuropäischen Ländern prinzipiell darauf eingestellt sind und technisch in der Lage sind, mit dieser Bedrohungssituation umzugehen. Dabei ist es natürlich erforderlich, dass alle Teile dieser Organisationen tatsächlich an dem Strang der Anschlagsverhinderung arbeiten und nicht spezielle Abteilungen das Gegenteil unterstützen. Aber selbst wenn wir das mal außer Acht lassen, diese theoretisch immer bestehende Möglichkeit, die wir auch aus der Geschichte kennen, aus der Strategie der Spannung, wie wir das vor einigen Jahrzehnten in Italien und mit der entdeckten geheimen NATO-Armee Gladio kennen. Selbst wenn wir das außer Acht lassen oder mal als nicht gegeben voraussetzen, dann wäre eine effektive Terrorbekämpfung dann möglich, wenn man erstens eine reale internationale Zusammenarbeit mit Russland dahingehend praktiziert, dass tatsächlich auf allen Ebenen ein Informationsaustausch und eine echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe realisiert wird. Ohne eine solche Zusammenarbeit bleibt der Grundverdacht bestehen, dass es sich hier eventuell um gezielte, manipulative und geheimdienstlich gesteuerte Machenschaften handeln könnte. Insofern wäre ein Vorgehen, wie es in Syrien auf der Grundlage der UN-Sicherheitsratsresolution geboten wäre, das heißt auch im militärischen Sinne in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht vorzugehen, die eine praktische Maßnahme vor Ort in Syrien, und diese könnte sich dann spielbildlich natürlich auch bei der Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane in den einzelnen Ländern entsprechend darstellen und ihre Entsprechung finden. Soweit ja zum Organisatorischen in der Terrorbekämpfung. Was aber die Strategie angeht, wie soll diese Strategie aussehen? Denn es hieß auch in der Warnung, es habe eine deutliche Wende der Terrorstrategie gegeben seit den Anschlägen in Paris im November. Wie soll nun diese Strategie in der Terrorbekämpfung in Europa und in Russland am besten aussehen? Die Strategie der Terrorbekämpfung ist im Prinzip die wesentliche Voraussetzung, müsste dadurch geschaffen werden, dass es keine klammheimliche Verbrüderung, klammheimliche Sympathie, klammheimliche Zusammenarbeit durch Staaten mit den Terrororganisationen gibt und diese, oder wo es sie gibt, sie deutlich beendet wird. Wir hatten doch die Situation, dass diese aus Deutschland zum Beispiel nach Syrien anreisenden Salafisten mit genau den gleichen Kriegszielen dort unten in den Krieg gegangen sind, wie sie die westlichen Regierungen auch verkündet haben, nämlich Assad muss weg. Wenn man diese ideologische Grundlage entzieht, es war ja völlig unklar, sind sie nun im NATO-Auftrag oder in Allahs Auftrag unterwegs. Das war ja gar nicht zu unterscheiden. Diese ideologische Grundlage muss zuallererst entzogen werden. Auf dieser Grundlage kann man dann meiner Ansicht nach sehr schnell die verbleibenden kriminellen Elemente auf Grundlage des Strafrechts und einer entsprechend zupackenden
Polizeiexekutive habhaft werden und die auch entsprechend isolieren. Das Problem ist, man muss das Sympathisantenumfeld, für das sich als dessen Bestandteil sich diverse Staaten und offizielle Medien durchaus auch bisher hergegeben haben, dieses Sympathisantenumfeld muss ausgetrocknet werden, damit die betreffenden menschenfeindlichen Verbrecher auch entsprechend isoliert werden können. Das ist die Hauptvoraussetzung.